Ja, hallo Basketleser, ich melde mich in das Spiel 6 der NBA Finals. Ich bin echt also so ein bisschen geplättet, weil ich hatte mich jetzt eigentlich schon mental vorbereitet auf die Meisterfeier des Spurs, wie auch einige Zuschauer hier, die sind schon nach Hause gegangen, so eine Minute vor Schluss der regulären Spielzeit. Dann traf Ray Allen noch 5,2 Sekunden vor Ende einen Wahnsinns-Dreier und das Ding geht hier in die Verlängerung. In der setzen sich am Ende die Heat durch, 103 zu 100 und erzwingen ein siebtes Spiel jetzt am Donnerstag. Die Serie bekommt also mehr oder minder, was sie verdient. Ja, die Spurs haben das Spiel, ich will nicht sagen weggeworfen, aber sie hatten noch eine sehr, sehr gute Chance hier, sehr, sehr große Chance, dieses Spiel hier heute zu gewinnen und damit die Meisterschaft perfekt zu machen. Jetzt kamen sie allerdings zur Pressekonferenz, als wenn hier gerade eine Beerdigung stattgefunden hätte oder als wenn sie gerade erfahren hätten, dass irgendein Familienangehöriger gestorben wäre. Manu Ginobili sah für mich aus, als wenn er gleich anfangen würde zu weinen. Tony Parker, versteinerte Miene. Wenn jetzt schon diese erfahrenen Spieler so aussehen, weiß ich nicht, wie es gerade bei den jungen Spielern aussieht. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie diese Spurs ein siebtes Spiel hier spielen wollen, wie sie sich nochmal aufraffen wollen. Die Heat auf der anderen Seite schwimmen natürlich auf der Euphoriewelle jetzt, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, LeBron James am Ende 32 Punkte, 11 Assists, 10 Rebounds, wieder mal ein Triple-Double für ihn. Er hat aber eigentlich erst im vierten Viertel so richtig aufgedreht, als dann sein Stürmer weggeflogen ist, er hat sein Stürmer abgenommen und da lief er noch einmal für ihn. Vorher lief da ehrlich gesagt nicht so viel zusammen. Chris Bosh nur 10, Dwayne Wade nur 14 und Dwayne Wade stark angeschlagen, hat man wieder gesehen, hat auch die meiste Zeit des vierten Viertels gar nicht gespielt. Anfang der zweiten Halbzeit war auch nie auf dem Platz, hat Ray Allen für ihn gespielt, weil er in der Kabine noch weiter behandelt werden musste. Er, ja, humpelt also in das Spiel 7 rein. Die Heat haben es trotzdem geschafft, vor allem wegen Mario Chalmers, der endlich mal wieder ein gutes Spiel hatte. 20 Punkte für ihn, 7 von 11 aus dem Feld, 4 von 5 Dreiern. Die Heat können sie also auch vor allem bei Mario Chalmers bedanken, dass es hier in ein siebtes Spiel geht. Bei den Spurs eine sehr, sehr starke Vorstellung von Tim Duncan, vor allem in der ersten Halbzeit, wo er 25 Punkte hatte, hat nicht gereicht. Am Ende kommt Duncan auf 30 Punkte und, lass mich schauen, 17 Rebounds. Tony Parker mit 19 Punkten, einigen wichtigen Punkten am Ende, aber er trifft auch nur 6 von 23 Würfen. Das reicht am Ende nicht. Genauso wenig, dass Manu Ginobili 8 Turnover produziert hat. Ein Karriere-Tiefswert meines Erachtens. Und er hat damit, und ich glaube, die Statistik sagt alles aus, doppelt so viel Turnover alleine produziert, wie das komplette Spurs-Team in Spiel 1. Das ja, sagt, glaube ich, einiges aus über Manu Ginobili an diesem Abend. Er stand auch am Ende nochmal im Mittelpunkt. Ein, ja, zumindest diskussionswürdige Szene am Ende, wo er zum Korb gezogen ist. Sah so aus, als wenn er gefoult worden wäre. Man darf das Spiel jetzt aber nicht auf diese Szene reduzieren. Es gab einige Pfiffe auf beiden Seiten, wo man vielleicht im Nachhinein sagen kann, okay, hätten in die eine oder andere Richtung ausgehen können. Von daher, natürlich lag es nicht an den Referees, aber schon eine sehr, sehr unglückliche Niederlage für die Spurs und natürlich ein beflügelnder Sieg, denke ich mal, für die Heat, die dann hier in Spiel 7 alles geben werden, damit sie die Meisterschaft verteidigen können auf dem eigenen Platz. Ja, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen runterzukommen, so wie wahrscheinlich alle hier, und melde mich dann übermorgen wieder zu dem Spiel für das Basketballfans, glaube ich, Leben, ein Spiel 7 der NBA Finals. Passiert nicht so häufig, von daher, wir alle dürfen gespannt bleiben und ja, ich melde mich dann übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.